Moin, moin, eine neue Folge aufgesattelt. Ich habe heute mal zu Hause aus gegebenen Anlass. Und zwar möchte ich heute in meiner Folge euch so ein bisschen mal den Sattel näher bringen, weil durch meine tägliche Arbeit, sprich ich bin viel unterwegs und gebe Tipps und Reitunterricht ab und zu, solche Dinge. Und da fällt mir immer wieder auf, dass diese Sättel einfach nicht passen. Früher gab es keine Sättel von der Stange oder gebraucht, sondern man ist in den Laden marschiert zu einem richtigen Fachmann, Sattler. Der hat mir den Sattel maßgefertigt, auf mein Pferd angefertigt. Das passte, da wackelte nichts mehr. Und heute ist es so, die Menschen sparen, wo sie können. Pferd ist teuer. Ich habe da totales Verständnis für. Das Problem ist aber, dass die Pferde, wenn sie falsche Sättel haben, die nicht passen, zwicken, drücken, schlagen, sonstiges, ich komme da gleich näher drauf zurück, krank werden. Und zwar stecke ich genau das Geld, was ich beim Kauf gespart habe, hinterher wieder in mein Pferd für Osteopathie, Chiropraktik und Akupunktur, in was auch immer für Möglichkeiten es gibt, da Geld zu versenken. Das kann ich mir viel sparen. Einfach einen passenden Sattel für mein Pferd. Das ist manchmal sehr nervig, sehr lange unterwegs, bis du mal einen Sattel gefunden hast. Ich spreche da auch aus eigener Erfahrung. Ich war auch sehr lange unterwegs und ich konnte auch nicht immer irgendwas kaufen, sondern mein Pferd ist da auch sehr speziell. Und da muss man mal so ein bisschen drauf achten. Und das wollte ich euch heute mal so ein bisschen erklären, dass ihr zu Hause hingehen könnt und einfach mal so ein bisschen grob drüber gucken könnt, weil auch heute gibt es Fachmänner, die kommen zu einem nach Hause und passen den Sattel wirklich gut an. Geht auf gute Sattler ein, die sind nicht ganz billig, aber ihr kriegt eine gute Dienstleistung vor Ort. Die sehen euch beim Reiten zu, die checken wirklich die Sattellage auf dem Pferd, wenn das Pferd in Bewegung ist. Lasst euch nicht abkanzeln, dass die nur mal kurz euch beim Schritt und Trab vielleicht zugucken, ob euer Po in den Sattel passt. Klar gehört das auch dazu. Das Bein muss auch aufs Sattelblatt passen. Alles ist richtig, aber in erster Linie muss der Sattel erstmal einem Pferd passen. In der Bewegung. Das ist ganz wichtig, weil wir sitzen auf Rückenmuskeln, die sich bewegen müssen. Die Schulter muss frei bleiben. Und das sind kleine Merkmale, die man ganz klar zu Hause mal checken kann. Und das wollte ich euch heute mal zeigen. So, also ich zeige euch jetzt mal, was da so ein bisschen zu Hause gucken könnt. Und zwar lege ich jetzt mal gerade mein Mikrofon ab. So, also folgendermaßen. Wenn ich einen Sattel zu Hause habe und der liegt auf meinem Pferd, dann sollte man immer darauf achten, dass die Gurtstrupfen, das sind diese hier, wo der Sattelgurt dran festgemacht wird, senkrecht in den Boden hängen. Tun Sie das nicht, dann müsst ihr bitte überlegen, ob euer Sattel in der Balance liegt. Das kann sein, dass der vorne zu hoch ist, hinten zu hoch ist. Und dann sitzt der Sattel nicht so, wie es sein sollte. Zweiter Punkt, ganz wichtig. Ihr reitet in der Bahn und trabt. Ihr steht auf und setzt euch hin, sprich leicht traben. Und der Sattel macht jedes Mal den. Sollte euch unbedingt auffallen. Ich weiß, dass ihr euch selber schlecht beobachten könnt teilweise, wenn nicht gerade ein Spiegel da ist. Sucht euch eine Person, guckt mir einfach mal beim Reiten zu, fragt die, guckt mal, was macht mein Sattel eigentlich, wenn ich leicht trabe? Rutscht der vielleicht rechts, links, vor allen Dingen? Ganz viele Pferde haben das Problem, dass der Sattel auf die Schulter rutscht. Die Schulter ist ein sehr bewegliches Gelenk, ist jetzt übertrieben. Da darf dieser Sattel nicht drüber rutschen, weil dann kann das Pferd die Vorderbeine nicht mehr benutzen. Jedenfalls nicht so, wie ihr euch das wünscht. Das sprich, wir fühlen beim geraden Bein, wo sitzt meine Schulter? Dahinter sollte die Kante vom Sattel sitzen. Rutscht die während des Reitens nach vorne, verkehrt. Sucht euch einen Sattler, der euch das anpasst. Dann stimmt meistens die Kammerweite nicht. Die Kammerweite kann man einstellen lassen. Es gibt viele Sättel, da kann man diese Kopfeisen austauschen. Ist eine tolle Sache. Sollte man aber auch wirklich regelmäßig, bitte regelmäßig, so alle
2 bis 3 Monate selber mit einer Schablone, da gibt es passende Schablonen zu, checken, ob das Kopfeisen noch passt. Habe ich aber ein festes Kopfeisen, wie jetzt in diesem Beispiel, brauche ich einen Sattler. Alle halbe Jahre hat ein Sattler euren Sattel zu kontrollieren. Ich weiß, es kostet Geld. Aber das Geld, was ihr in den Sattler investiert, spart ihr hintenrum. Ist wirklich so. So, schlägende Sättel, das heißt, die wippen hinten, keine schöne Sache fürs Pferd. Könnt ihr euch vorstellen, wir haben hier den letzten Rippenbogen vom Pferd und jedes Mal, also kurz vor der Nierengegend, schlägt mein Gewicht mit Sattel immer wieder auf den Rücken. Und ihr wundert euch, dass eure Pferde immer verkrampfter laufen und ihr versucht alles mit Übergängen, mit allem Möglichen, dass ihr euer Pferd sich lösen kann. Kann es nicht, weil es hier hinten immer den Hauptmuskel anspannen muss, weil hier der Sattel schlägt. Sieht man ganz, ganz häufig in den Reitschulen überall im Land, dass die Sättel so ein bisschen anfangen zu schlagen. Was mache ich dann als Laie? Ich gehe hin, kaufe mir ein teures Pad, so ein Fellpad, so was weiß ich, was es da alles im Angebot gibt. Leute, überlegt mal, die Industrie ist riesig, aber dieses Fellpad, was auch sehr viel Geld kostet, stecke ich lieber einen anständigen Sattler. Weil wenn ich ein Fellpad brauche, ein Gelkissen oder, erstmal überlegen, ob der Sattel wirklich passt. Nämlich dann passt er nicht. Ich muss wirklich immer erstmal mein Pferd schützen, schonen. Das heißt, ich möchte ganz lange, dass es gesund erhalten bleibt. Viele Pferde sind dann schon ganz früh rückenkrank und drücken immer wieder den Rücken weg, werden immer krampfiger. Also checkt die Lage. Ich bin der Meinung, da kann man eine ganze Menge dran tun. Es gibt ja auch immer wieder das gleiche Problem. Also wie gesagt, das fällt mir immer wieder auf, dass diese Sättel hinten schlagen. Ich habe jetzt also auch so eine liebgewonnene Reitschülerin, die seit Kindesbeinen an reitet, die ihr zweites Pferd im Start hat erst. Also sie pflegt sie auch bis zum letzten. Ist beruflich sehr stark eingebunden, kann sich ein Pferd aber gut leisten. Und ich habe sie angesprochen, hör mal zu, wie alt ist eigentlich dein Sattel? Und dann sagt sie, ja, ist der erste Sattel. Das Pferd ist 14 Jahre alt, sprich, der Sattel ist gut 10 Jahre alt. Ich da so, wie oft hat denn da jemand drüber geguckt? Ja, gar nicht, sitz doch. Ich da so, nee, ich spreche dich ja nicht ohne Grund an. Dein Sattel schlägt hinten. Sprich, der sitzt nicht, der wackelt. Und sie ist nur eine sehr aktive Reiterin, also sie sitzt nicht unbedingt sehr still da oben. Und der Sattel war also furchtbar am Schlagen. Und da habe ich gesagt, was hältst du davon, wenn du dir mal einen Sattler kommen lässt und dich mal beraten lässt? Und was es da vielleicht gibt. Ja, ich wollte ja schon immer einen neuen Sattel haben. Lange Rede, kurzer Sinn, Sattler kam. Aber dieser Sattler hatte leider ein sehr großes Reitsportfachgeschäft im Hintergrund. Sprich, dem war es wichtig, was für eine Marke verkauft worden ist und nicht unbedingt, was passend für das Pferd ist. Und sie kam also freudestrahlend nach diesen ersten Terminen zurück. Oh, und wenn du wüsstest, wie viel Sättel der mitgehabt hat und alles Marke XY und tolle Sättel und was es da nicht alles gibt. Und ich da so, okay, alles klar. Gucken wir uns das Spiel doch mal an. Also sie ritt fröhlich in die Runde und ich sagte, Mädel, dein Sattel passt nicht. Und dann guckt sie mich mit großen, spannenden Augen an und sagt, wie, der Sattel passt nicht. Aber ich habe doch alles getan, was du gewollt hast. Deswegen schärft euren Blick. Sie ist so enttäuscht. Sie sucht seit einem Dreivierteljahr einen passenden Sattel für ihr Pferd. Es kann nicht so schwer sein. Das Pferd hat keine schlechte Sattellage. Das kann ja auch noch passieren, dass nicht jeder Sattel dem Pferd passt und dass man wirklich einen maßangefertigten Sattel braucht. Das möchte ich ja gar nicht wegstreiten. Aber es gibt tolle Sättel, tolle Hersteller, die auch für korpulente Pferde, was sie eins hat, schöne Sättel machen können, wo auch sie mit ihrer Kleidergröße 32 reinpasst. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Die Sitzfläche muss passen. Wenn ich einen Sattel kaufe und bin so eine zarte Person, brauche ich eben eine kleinere Sitzfläche. Die wirkt mit in das Pferd. So, und nun sind wir immer noch am Thema. Die hat bis heute keinen passenden Sattel. Reitet wieder ihren alten Sattel, den wir mit den besagten Pads unterfüttert haben, bis sie einen neuen gefunden hat. Dieser Sattel schlägt momentan nicht, aber dem Pferd passt er trotzdem nicht. Der ist vorne zu eng und dann ganz wichtig, wenn ihr in dieses Modell guckt, wir haben ja so eine kleine Faustregel. Man sollte,
vier Finger hier hinten in die Kissen bringen können. Also wenn ihr seht, also kriege ich mühsam gerade mal drei rein. Sprich, diese Weite hier ist viel zu schmal. Sprich, diese Kissen drücken eigentlich eher auf den Muskel, anstatt den frei fließen lassen zu können. Das muss hier viel breiter sein. Es gibt viele schöne Sättel, die das wirklich schon mittlerweile berücksichtigen. Hier sollte eine vier Finger reinpassen, damit es meinem Pferd passt. Überlegt euch, die Wirbelsäule von einem Pferd ist gut so lang, also so dick, Entschuldigung, und da rechts und links laufen die Rückenmuskel längs, die uns tragen sollen. Wie soll das funktionieren, wenn das hier schon gequetscht wird in den Dornfortsätzen? Die werden hier total eingedrückt. Das funktioniert einfach nicht. Des Weiteren kann ich mir meinen Sattel von innen nach unten mal angucken. Ich stelle mir den hier vorne hin und gucke hier mal so gerade runter. Und dann sehe ich, wie schief diese Polster auch durchgesessen werden nach einer Zeit. Hier ist ja so eine Art Wolle drin oftmals. Und die ist durch Schweiß und den Druck, den wir als Reiter ausüben, schon komprimiert. Und dann bilden sich hier auch so ganz kleine Knötchen drin und das drückt das Pferd. Also wir haben zwar keine Prinzessin auf der Erbse, aber die merken das. Und wenn das dann hier so wellig ist und so Falten wirft oder hier sieht man das auch, hier ist so eine Falte drin, das darf alles einfach nicht sein. Und wenn ich einen Sattler habe, der mir das hier richtig schön aufarbeitet, dann kann das ein guter Sattel werden. Für ein relativ schmales Pferd ist dieser Sattel gedacht. Und, aber wie gesagt, das ist hier eigentlich fast ein No-Go. Das ist zu schmal. Also achten, wenn ihr einen neuen Sattel kauft, nehmt ruhig ein bisschen mehr Geld in die Hand. Und achtet darauf, dass es nicht um Marke geht, sondern nur, es passt dem Pferd, auch in der Bewegung. Und vor allen Dingen, es passt eurem Hintern. Viele Sättel sind viel zu lang für den eigenen Popo. Das heißt, der muss schon angepasst sein. Der tiefste Punkt ist immer hier, da sitzen wir mit unseren Sitzbeinhöckern. Und klar habe ich auch Pobacken, die müssen hier hinten auch arbeiten können. Also immer schön darauf achten, dass das zu euch passt. Es muss bequem sein, klar, aber eure Bequemlichkeit muss so ein bisschen hinter dem Pferd zurückstehen. Habt Verständnis für euer Tier, es ist kein Sportgerät, sondern ein Tier und es bedarf immer wieder Schutz, sprich Eingreifen von Fachleuten. Zum Abschluss möchte ich einfach nochmal euch ans Herz legen, nehmt euch eine Person an die Hand, die vielleicht also auch vielleicht ein Reiter, der euch mal wirklich beobachtet, wie ihr reitet, wie verhält sich der Sattel da oben. Geht es auch ohne irgendwelche Fellgeschichten oder Gelpads? Sitzt der Sattel dann auch nicht auf, hier vorne am Widerrist? Auch ganz wichtig, drei Finger Platz, auch in der Bewegung testen. Nicht Sattel auflegen und gucken, ja, da passt so, oh, da ne, passt eine ganze stehende Hand. Nein, der Sattel sackt, na klar, wenn ihr da oben drauf sitzt, ihr müsst mal Schritt gehen und dann eure drei Finger hier oben am Widerrist reinlegen. Und wenn dann die drei Finger plötzlich nur noch zu einem Finger werden, alle Alarmglocken gehen bitte bei euch an. Das ist zu wenig für das Pferd. Das braucht mehr Bewegungsfreiheit vorne. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch einfach bitten, geht in euch, guckt, holt euch Hilfe. Und des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass ich, na klar, kein Experte bin. Das heißt, wir werden uns aber demnächst in einer unserer Folgen einladen, sprich einen richtigen Sattler, der das uns mal näher erklärt. Warum? Was muss ich denn ändern an meinem Sattel, damit der zum Beispiel hinten nicht mehr schlägt? Ich habe da immer nur eine Vermutung, aber wie gesagt, ich habe einen Fachmann an der Hand, der das sehr gut dann beheben kann. Und diesen Mann möchte ich euch dann irgendwann mal vorstellen, dass er euch dann ins Detail mal Fragen beantwortet. Da gehen wir auch direkt ans Pferd, damit ihr das dann auch mal seht, wie das live aussieht. Also ich hoffe, dass der gute Mann irgendwann mal Zeit für uns hat und dann schauen wir, dass wir das in die nächsten Sendungen bekommen. Erstmal euch noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, pflegt eure Vierbeiner und bleibt interessiert. Bis dann, tschüss!